Hallo und herzlich willkommen zum Stellaris Dienstag und unseren Illibot Architects. Wir werden heute nochmal ein bisschen weiter spielen. Wir nähern uns schon ein bisschen dem Ende, denke ich mal, an. Es gäbe noch viel zu tun, aber ich will auch mal wieder ein bisschen was Neues spielen. Mal gucken, wie es heute läuft. Wenn es ganz gut läuft und wir dann noch was zu tun haben, nach den zwei, drei Stündchen, die wir jetzt hier verbringen, dann werden wir nochmal eine Runde weiterspielen, wenn es so dahin läuft, so dahin plätschert, wenn wir nicht wirklich viel zu tun haben oder es zu leicht wird, dann werden wir wahrscheinlich heute Schluss machen. Nichtsdestotrotz geben wir nochmal Vollgas und schauen mal, was noch zu tun ist. Was ich gerne machen möchte, ist auf alle Fälle hier unten den Bereich hier befreien endlich. Ich sehe gerade, wir haben hier nochmal ein System ganz alleine hier draußen, das noch nicht in unser Reich eingegliedert wurde. Das ist natürlich, das geht gar nicht. Ich lasse mal die Zeit etwas laufen. Unsere Konstruktionsschiffe haben aktuell alle was zu tun noch. Und bevor wir uns jetzt hier wieder in einen Krieg stürzen, werden wir erstmal schauen, dass wir hier schön weiterbauen. 113.000 Militärmacht hat der hier vorne stehen. 113.000. Wir sind gerade mal bei 26, 27.000. Okay, wir haben aber auch beim letzten Mal eine herbe Niederlage eingefahren hier unten. Da wurden wir ganz schön dezimiert. Leider. Aber hey, so ist es halt mal. Sollen wir noch was machen hier? Reliktaktivierung. Sozialforschung. Passive Effekte. Erstellt 30 kleinere Artefakte. Können wir noch irgendwas machen? Vielleicht Technologiebonus, wobei, na komm, jetzt habe ich schon geklickt. Ich wollte eigentlich erst anschauen. Forschungsgeschwindigkeit 10% mehr. Passt erstmal. Ist okay. Construction complete. Es ist immer noch keine Beschreibung hier drin beim Artefakt Precursor Clue Effekt. Artefakt Relay. Construction complete. Na gut. Jut Artefakt wurde geborgen. Okay. Wir haben aktuell ein Forschungsschiff noch, das hier unten, hier oben, sich noch um das Spezialprojekt kümmert. Auch die Jut hier. Complete. Und dann können wir das Forschungsschiff eigentlich wieder zurückschicken. Technology secured. Zum Erforschen oder zum Forschen unterstützen auf unserem Heimatplaneten. Complete. Oh, wir haben dunkle Materie-Deflektoren erforscht, das ist super gut. Und als nächstes kommt Dunkelmaterie Energie. Wir gehen mal hier auf die vollen, oder? Schwarzes Loch Observatorium. Produziert Physikforschung. Ah komm, wir gehen auf die Dunkelmaterie-Energie, auch wenn es ewig lang dauert. Wobei, 46 Monate, okay, 54 Monate ist jetzt nicht ganz so lange. Wir haben ein Tarnfeld entdeckt. Wo denn? Ein Energiefeld, das eine antike Struktur verbarg, wurde kürzlich auf Saud entdeckt. Auf Saud. Wo ist Saud? Hier unten. War hier das Jut-Projekt gerade eben? Kann das sein? Könnte theoretisch sogar sein. Ein zufälliger Asteroideneinschlag, der vom Feld abgelenkt wurde, während der Mond von einem vorbeifahrenden Frachter gescannt wurde, zeigt dessen Existenz. Ah, eine archäologische Stätte haben wir hier bekommen. Ah, hier. Oh, sehr gut. Ah, hier oben ist das Jut. Dann macht er hier oben das Jut und hier dann die archäologische Stätte. Passt. Hallo Heinz. Hallo an alle. So viele sind noch nicht da. Ich glaube, wir sind zu dritt oder so. So, wir haben fast wieder unsere Energy Limits unser Energy Credits Limit erreicht. Construction. Das heißt, wir können gleich mal wieder ein bisschen zocken und die Kohle auf den Kopf hauen.
Dann Konstruktionsschiff hier unten ist fertig. Wir haben wieder ein bisschen Einfluss. Das heißt, wir werden mit dir... Komm hier nicht hoch, ne? Er hat hier komplett gesperrt. Also ihn müssen wir dann nochmal verprügeln. Ja, ziemlich viele Planeten hier mittlerweile. Eine komplette Reihe Planeten hier hochgezogen. Und aktuell führt er offenbar Krieg. Er ist im Krieg, ja. Verteidigungskrieg. Gegen Itztram offenbar. Die sich hier oben reindrängen. Ist gar nicht mal verkehrt. Wir werden uns hier unten reindrängen. Oder vielleicht hier reindrängen. Wir schauen einfach mal. Währenddessen müssen wir natürlich jetzt unsere Einheiten wieder verstärken. Das kostet richtig, richtig viel. Wow. Da ist die ganze Legierung gleich mal weg. Unser Konstruktionsschiff hier begibt sich mal hier runter. In die entlegensten Gefilden hier drüben. Damit wir die drei Energy Credits auch noch mitnehmen können, dann ist hier unten erstmal alles soweit fertig. Wir bekommen eine Beleidigung von Ixildar, hier drüben. Da kann sich eigentlich, hier kann sich eigentlich nur noch Beldros reindrücken. Weil die expandieren ja hier unten nicht und er hier wird zu schwach sein, Vormundschaft der Erde. Das heißt, ich würde fast sagen, wir holen uns zuerst hier Ixidar, wobei das hier oben schon ganz gut wäre. Oder wir holen uns erstmal das hier oben und lassen es gut sein. Vielleicht den Planeten noch hier unten. Kann ich hier erkennen, was auf dem Planeten los ist. 22 Felder hat der hier. Wüstenwelt. Nee, wir müssen zuerst mit ihm Krieg führen, damit wir hier das Loch rausbekommen. Dann machen wir hier alles zu, dann ist das auch erledigt. Und dann marschieren wir rüber Richtung Ixidar. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein L ist oder ein I. Egal. Construction complete. So, müssen wir denn irgendwas bauen? Wir haben hier auf 01 2 Arbeitslose. Das heißt, wir können hier die Gebäude verbessern für mehr Kalkulatoren. Wir haben mittlerweile 19 Wohnungen. Das heißt, wir können bestimmt, sobald wir hier alles abgegradet haben, noch ein oder zwei Drohnenlager abbauen. Construction complete. Sehr gut. Hier wird eh schon der verbesserte Forschungskomplex gebaut. Jetzt sind wir bei 0. Okay, passt. Perfekt. Müssen wir Verbesserung gar nicht bauen hier. Erstmal. Sondern können abwarten. Bis nochmal ein paar neue Leute nachrücken. Gut, ansonsten, wir haben Plätze frei, wir haben aber leider keine Bewohner hier, die arbeiten können. Wir haben ein Jut-Artefakt geborgen. Und wir haben unser Befehlslimit für Flotten erholt und können einen Titan bauen. Okay, sehr gut. Ganz gut. Enigmatisches Tor oder Durastahlmaterial. Nehmen das enigmatische Tor. 41.000. Das geht mittlerweile relativ schnell. Habe ich das Gefühl. Hatten wir hier nicht gerade eben noch 54? Befehlslimit Flotte erhöht. Armeeschaden 10% mehr. Wir nehmen mal das für zukünftige Eroberungen. Ist okay. So, bei exotischen Gasen fehlt uns jetzt ein bisschen was. Ganz minimal. Macht aber gar nichts. Wir haben immer noch 448 im complete. Lager. Das passt. Das ist okay. Construction complete. Konstruktionsschiff ist hier fertig. Du kannst hier drüben noch konstruieren. Und du hier unten. Na komm, das wird... Sobald wir hier alles zu haben, hier müssen wir auch noch rein, können wir nochmal kolonisieren. Sobald wir hier alles zugemacht haben, können wir den gesamten Einfluss dann nutzen, complete. Um die Ansprüche durchzudrücken. So. Und er hat jetzt schon angefangen hier. Sehr schön.
die archäologische Stätte auszugraben. Wir haben hier unsere Station, die immer noch verbessert wird. Construction complete. Zur Zitadelle offenbar. Also wenn... Oh, wir haben überhaupt keine Verteidigungsplattform hier drin. Ich glaube, die wurden beim letzten Mal vernichtet. War declared. Das kann sein. Frage ist, ob wir das überhaupt noch brauchen. Construction complete. Schau mal rein. Construction complete. Wie viel Militärpower hier letztendlich ankommt? 14.000 Militärpower. Also das sollte erstmal reichen. Und jetzt wird es aber noch aufgewertet. Mal schauen, wie viele Punkte das ausmacht. Die 14.000 müssten auf alle Fälle reichen für den Krieg. 27.000, das ist echt schon heftig. Da kommt keiner mehr durch. Bei der Struktur scheint es sich um ein gigantisches Mausoleum oder eine Nekropole zu handeln, die mehrere Millionen Jahre alt ist. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen früherer Plünderer, weshalb davon auszugehen ist, dass die Struktur seit der Errichtung des Tarnfeldes unangetastet geblieben ist. Die erste Kammer der Struktur ist zugänglich, aber eine undurchdringbare Tür blockiert den weiteren Fortschritt. Große außerirdische Glyphen, die noch nicht übersetzt werden konnten, wurden in die Wand über der Tür eingemeißelt. Gut. John, kannst du mal weitermachen? Construction complete. So, hier oben, Bergbaustation. Und hier sind wir fertig. Das heißt, ich schicke dich mal hier rein. Mal schauen, was er jetzt hier ansammelt. 10.000 hat er hier doch. Construction complete. Er hat hier doch 10.000. Hier hat er 8.000. 16.000. Aber die gehören ihm doch nicht. Racket. Vengralium Tranquil. Construction complete. Gehören ihm die? Construction complete. Sind das seine? Das sind seine, ne? Er hat hier offenbar ganz schön aufgerüstet. Flottenstärke ist aber trotzdem unterlegen. Na gut. Wir werden auf alle Fälle jetzt hier auch mal aufrüsten. Und zwar ordentlich. Und natürlich auch upgraden. Schauen mal rein, ob das neue System schon drin ist. Da ist er schon drin. Dunklen Materie-Deflektor ist schon drin. Perfekt. Was soll uns denn da noch passieren, Mensch? Die Alien-Glyphen über der Tür wurden wie folgt übersetzt. Ich bin Zarklan, Wächter von Mutztarp, Prophet der ZVA. Einer Galaxis voller Hacks und Boshaftigkeit habe ich entschlossen, mich hier einzuschließen. Geht weiter, wenn ihr würdig seid. Nachdem sie die erste Kammer durchforstet hatten, entdeckten Archäologen einen winzigen und verborgenen Schaltmechanismus an der Wand. Beim Drücken ging eine weitere alte Tür auf. Die zweite Kammer ist jetzt zugänglich. Der Prophet hat sich hier eingeschlossen. Die Frage, ob es so gut ist, wenn man den rauslässt. Wird uns wahrscheinlich so wie hier unten gehen. Oder beim Drachen hier irgendwo in der Nähe. Wo war das hier oben? Ufang. Der uns dann überfallen hat. Construction complete. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Weil ich wieder ein bisschen rot habe beim Stream. Aber das sieht noch gut aus. Mal immer kurz schreiben, ob der Stream flüssig läuft. Ah, Telekom. Jetzt ist wieder gut. Construction complete. Na gut. Wir haben eine Einheit verloren. Flottenkommandant B. Malona, das Schiff hat aus Gründen, die nicht mit dem Kampf in Verbindung stehen, aufgehört zu funktionieren. Wer? Flottenkommandant. Ah, okay, hier bei unserer Armee offenbar. Passt. Das heißt, wir holen uns einen neuen Anführer. Wir brauchen zwei neue Anführer. Die holen wir also aber erst, sobald wir die auch benötigen. Complete. Aktuell ist das nicht der Fall. Dann hier oben ganz viel
Arbeitslosigkeit. Und wir stecken die erstmal in die Legierung, bevor wir hier weiterbauen. Oder haben wir hier irgendwas, was wir noch benötigen? Grüne Gase können wir immer noch nicht herstellen. Nö. Wir stecken das mal hier in die Legierung. Und wahrscheinlich genauso hier. Das Bollwerk könnten wir theoretisch abreißen. Brauchen wir nicht. Ich werde das mal abreißen. Und stattdessen die Forschungslabore noch upgraden. Okay. Dann haben die auch wieder ein bisschen was zu tun. So, hier können wir auch upgraden. Und hier können wir upgraden. Dann schauen wir mal, wo wir überall noch kolonisieren können. Du bist fertig hier oben. Dann hier unten. Er hier drüben ist fertig. Bergbaustation passt. Hallo Chris. Und dann sind die letzten Punkte einmal hier unten. Oh, da können wir doch dann auch noch. Wer erforscht denn hier? Kaloktora ist hier. Das müssen die hier sein. Hat sich hier eingeschlichen. Haben wir mit euch nicht die Grenzen zugemacht? Unglaublich. Minus 400 und die Grenzen offen. Wir müssen bei allen die Grenzen schließen. Sonst schleichen die sich hier immer bei uns noch rein. Dass ich die überall noch offen habe. So, bei euch müssten die schon zu sein. Ich glaube, bei ihm haben wir auch zugemacht, als er sich hier eingenistet hat. Und hier machen wir auch die Grenzen zu. Okay. Das soll passen erstmal. Was? Grenzen kann man gar nicht kontrollieren. Was meinst du denn damit? Meinst du, dass er einfach so reinspringt? Construction complete. So, hier wird gebaut. Hier Construction wird noch complete. Upgrades gemacht. Das Konstruktionsschiff hier drüben ist fertig. Wir schauen nochmal. Also dann schicke ich dich hier rein. Dann können wir nämlich hier drin nochmal kolonisieren. Wir haben schon wieder abgeschlossen. Was? Die zweite Kammer ist reichlich unscheinbar, abgesehen von einem weiteren Satz von Alien-Glyphen über einer geschlossenen Tür. Sie lesen? Kleine Könige erließen Edikte in meinem Namen. Imperien führten zu meinen Ehren Krieg. Narren sangen meine Lobeshymne. Ich aber hatte nichts davon. Es wurde noch kein weiterer geheimer Wandschalter gefunden, der Zugang zur dritten Kammer bieten würde. Dann wird es aber bald der Fall sein. So, drei Traditionen müssen wir noch abschließen. Materialanalyse für Unterhalt von Bewohnerarbeitern. Kostenumsiedlung reduziert oder Föderation gründen. Wir gehen mal auf den Unterhalt. Sparen wir uns mal wieder ein bisschen was. Die anderen beiden können wir eigentlich nicht mehr brauchen. Okay, also wir bringen dich rüber. Hier werden die Schiffe aktualisiert. Eins nach dem anderen. Und dann müssen wir natürlich auch noch irgendwann einen Titan bauen. Wir müssen eine Stufe der Sterne, ist mindestens eine Zitadelle haben und eine Titanwerft. Das heißt, wir könnten doch eigentlich, wo sind wir denn hier? In Zaktoria. Hier mal zur Zitadelle gleich ausbauen und dann eine Titanwerft. Construction complete. Könnten nochmal eine zweite Schiffswerft bauen. Complete. Wir bauen das mal vorher, damit wir eventuell schneller upgraden und bauen können. Technology secured. Und hier bei den Gebäuden können wir irgendwas Neues brauchen. Kommandozentrum. Feuerrate Schiffe plus 10%. Ja. Also wenn sie so tief schon drin sind. Wir machen mal das mit der Starterfahrung. Wenn sie zu tief schon bei uns im Reich sind, dann ist es wahrscheinlich eh schon zu spät.
mache hier mal wieder das mit der Rückzugschance, damit die ein bisschen langsamer sind. Dann lassen wir das zuerst bauen. Was? Kampfsimulator? Verstehe ich nicht. So, wir haben das enigmatische Tor erforscht. Und das bringt mir jetzt was? Keine Ahnung. Können schließlich zu neuen Erkenntnissen über das deaktivierte L-Tor. L-Tor wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich irgendwo ein Riesengegner und zerschießt uns unser ganzes Reich, Mensch. Baugeschwindigkeit für Bewohner erhöht. Produktion Bergbaustation 10% mehr. Wir gehen auf die Dura-Stahlpanzerung. Flüchtige Teile müssen wir auf alle Fälle produzieren lassen demnächst auf einem der Planeten. Zum Beispiel bei dir hier. Produziert 2 Stück an flüchtigen Teilchen. Hier wird ein Generatordistrikt gebaut. Das ist sehr gut. Das heißt, der Arbeitslose müsste bald weg sein. Construction complete. Jawohl. Construction complete. Dann unsere Konstruktionsschiffe, die echt schnell konstruieren, das ist echt Wahnsinn. Wir bringen die mal hier rein. Das ist hoffentlich keine Gaia-Welt. Oh, okay, also hier können wir nicht kolonisieren. Das ist eine Gaia-Welt. Ist das hier auch die Gaia-Welt? Nee, das ist eine Reliktwelt. Die Gaia-Welt ist hier unten, oder? Ja. Ja, da können wir noch nicht rein. Da können wir noch nicht rein. Solange wir es mit ihm nicht aufnehmen können. Das wird noch ziemlich lange sein. Aber wir können uns ja trotzdem die Ressourcen holen. Oh, Moment. Der muss ja hier erst noch fertig bauen. Der muss hier noch fertig bauen. Er baut hier drin. Ich fass es nicht. Wir sind gleich fertig, Mensch. Wir sind gleich durch. Außer hier oben natürlich. Haben wir alles zugebaut dann. Sehr gut. Nach einer langen und ansteckenden Suche wurde ein geheimer Hebel unter dem Boden gefunden, der Zugang zur vierten Kammer bot. Nach wie vor schmückten außerirdische Glyphen die Wand über einer weiteren Tür. Diejenigen, die Zarklan antreffen möchten, müssen zuerst ihren Weg finden. In jeder Kammer gibt es einen versteckten Schlüssel, der gedreht werden muss, um fortfahren zu können. Der Zweck dieser Herausforderungen wird euch schon bald bekannt gegeben werden. Okay, dann dreh mal, Mann. Vessels upgraded. So, Schiffswerft ist durch, das heißt, hier müsste dann nochmal, jawohl, jetzt geht nämlich hier los. Dreimal können wir hier produzieren, sehe ich das richtig? Ja, wir haben 3 Schiffswerften und hauen hier dann die Verbesserungen nur so raus, Mensch, fantastisch. Construction complete. Construction complete. Sehr gut. So, ist er noch im Krieg? Er ist immer noch im Krieg. Kann ich mir den Zustand anschauen? 34% für den Angreifer an Kriegsmüdigkeit. Und hier 10% für den Angreifer. Kaloktoisch, dann greift er ja auch noch an hier oben. Wahrscheinlich drängen sich die beiden, genau. Also hier rein, aber wo ist Kalokto? Der ist offenbar noch nicht da. Das jetzt wäre ein richtig complete. Guter Zeitpunkt zum Angreifen. Ich verstehe nur nicht, wieso er seine Construction complete. Seine Einheiten, die er unten hat, Construction complete. Und die nicht hier hochbringt und zurückbelagert, das verstehe ich nicht. Entweder kommt der hier nicht durch, er könnte außenrum, wenn er hier nicht durchkommt, weil hier irgendwas ist, aber er kommt ja auch hier durch. Also normalerweise müsste er hier hochkommen, genauso hier. Ihm ist es offenbar einfach nur egal. Hallo Wall. Ihm ist es offenbar einfach nur egal. Seltsamerweise. Du bist fertig. Und er ist fertig. So. Dann können wir eigentlich mindestens ein Konstruktionsschiff schon mal weggeben. Wahrscheinlich sogar 2. Brauchen wir nicht mehr. Überstahlpanzerung ist durch. Railgun. Wir gehen auf die Railgun. Nicht mehr wirklich irgendwas dabei, was wir noch benötigen.